Ich darf mich ganz herzlich dafür bedanken, dass das heurige Brucknerfest einerseits eine Tradition aufnimmt, nämlich altbekanntes, altbewährtes, traditionelles als Teil des Festivals zu sehen und das auch bewusst so zu sehen, auch in einer Stadt der Moderne, aber gleichzeitig neue Wege zu beschreiten und auch auf das besondere Jahr 2015 in seiner historischen Bedeutung gerade für diese Stadt auch eingeht. Ich bin aus vielen Gründen sehr glücklich, dass die Volksrepublik China unser offizielles Partnerland in diesem Jahr ist. Viele von Ihnen wissen, dass uns mit der Stadt Chengdu eine sehr intensive, aus Sicht der Stadt sogar eine der intensivsten Städtepartnerschaften überhaupt verbindet, die Stadt Linz mit ihren insgesamt 21 Partnerstädten hat. Ich betrachte über diesen lokalen Aspekt hinaus, aber auch die Partnerschaft mit China im heurigen Jahr, auch als ein politisches Statement in dieser Stadt, dass wir mit weit entfernten Ländern nicht nur wirtschaftliche Beziehungen haben wollen. Die brauchen wir, die sind für uns wichtig. Wir sind eine Industriestadt, wir sind das Wirtschaftszentrum Österreichs und für viele unserer Betriebe, und Herr Mitterbauer ist einer der Repräsentanten dieser Unternehmungen, genauso wie die Voestalpine, die Klangwolke sponsert, ist der chinesische Markt ein extrem wichtiger Markt. Ich glaube, es gibt aber, das lehrt uns auch die Geschichte dieser Stadt, über den ökonomischen Aspekt hinaus auch gilt es, kulturelle Beziehungen, Beziehungen zwischen den Völkern, zwischen Menschen aufzubauen, und hier zählen Musik, Literatur, darstellende Kunst als ganz wesentliche Elemente, diese Verbindung herzustellen und Wirtschaft und Kultur als Einheit zu sehen, als völkerverbindend, auch im materiellen wie im ideellen Sinn, für beide Seiten Vorteile lukrierend, ist aus meiner Sicht eine Aufgabe auch, die den Titel Begegnungen schaffen und damit besondere Momente zu schaffen auch entspricht.